Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute L. King and America's Sweetheart. Heißt Amerikas Liebling und wurde klasse übersetzt von der Klasse 10.5 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Magdeburg. Die Geschichte erzählen euch Joanne und Tabea. No, there ain't nothing that I gotta prove. Es gibt nichts, was ich beweisen muss. Du denkst, deine Worte verletzen mich? Aber ich finde mich hübsch in diesen alten Stiefeln. Ich finde es lustig, wenn ich zu viel trinke. L. King geht auf alle derjenigen los, die sie immer kritisieren, weil sie halt anders ist. Du versuchst mich zu ändern? Dann fahr zur Hölle. Denn ich will niemand anders sein. Ich mag meine kaputten Vorderzähne. Und du wirst es nicht glauben, ich habe auch böse Tattoos. Ganz einfach gesagt, ihr ist egal, was andere Menschen über sie denken. Meine Hände sind schmutzig, mein Herz ist kalt. Meine Ex-Freunde sagen, ich hätte keine Seele. Das nächste Mal, wenn ich einen heißen Typen an der Bar treffe, werde ich es lustig finden, ihm sein Herz zu brechen. Böse Mädchen, ihr scheint alles egal zu sein. Sie legt sich mit jedem an. Was willst du von mir? Ich bin nicht Amerikas Liebling. Also hau mit mir auf den Putz. Ich bin nicht Amerikas Liebling. Sie sagen, ich bin zu laut für diese Stadt, also habe ich einen Streichholz angezündet und sie abgefackelt. Was willst du von mir? Ich bin nicht Amerikas Liebling, aber ihr liebt mich trotzdem. America's Sweetheart. Klasse übersetzt von der Klasse 10.5 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Magdeburg. Hört ihr nochmal rund um die Uhr in der SAW-Mediathek im Internet. Und jetzt seid ihr dran. Ich komme auch zu euch in die Schule. Wenn ihr euch bewerbt auf radiosaw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW.